Hallo und herzlich willkommen zurück auf der schönen Seite der Dunkelheit. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Chronicles Shiner. Ja, in einer neuen Aufnahme. Und ich muss mich gerade mal zurechtfinden, was wir eigentlich tun sollten. Wir sollten hier die Kerzen entzünden für unsere gefallenen Brüder und Schwestern. Und den Schrein erreichen, genau. Wir können uns jetzt mittlerweile in der Menge verstecken. Oh ja, und ich erinnere mich an diese Stelle, wo man sehr schnell sein musste. Und unten war, glaube ich, noch eine Kiste, die ich holen wollte. Na, noch nicht. Oh, und eine Scherbe. Das hat ja sehr gut funktioniert. Geht dir bitte wieder? Danke. Ja, wie in jeder neuen Aufnahme muss ich erstmal wieder reinkommen ins Spiel. Und muss mir nochmal anschauen, wie die beiden hier eigentlich laufen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier runterkomme, ohne einen von ihnen zu töten. Spätestens den Kerl in der Truhe muss ich ja umbringen. Ich müsste umgehen, was gibt mehr Punkte, die Truhe zu holen oder unbemerkt zu bleiben? Ich wollte eigentlich den Rutschkill machen. Okay. Warum hat das nicht funktioniert mit dem Rutschkill? Okay, ich muss erst rennen, dann sliden und dann X oder Y. Frage ist auch, kann ich zweimal den Rutschkill anwenden? Das war nicht so gut. Okay, den Rutschkill kann ich nur einmal anwenden. Versuchen wir es ein letztes Mal. Ansonsten.
machst du diese Drehrolle eigentlich nicht? Ich konnte mich doch irgendwie über den Rüber rollen. Aber das macht sie nicht so einfach. Okay, dann lassen wir die Truhe Truhe sein. Wir hatten ja, glaube ich, festgestellt, dass ich den hier vorne umbringen muss. Den vordersten. Wenn ich überhaupt vorbeikomme. Gehst zurück. Wann guckst du nach unten? Wenn er da steht. Das heißt, ich muss relativ weit vorne den Soldaten umwachsen. So. Fällt euch auf, dass da jemand fehlt? Offenbar gerade nicht. Die Wurfmesser kann ich schon mal auswählen. Wie weit geht dein Blick da oben? Bis zu dem Holz. Das war noch weit genug. Ups. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Ja. Ich stelle mich ganz toll an als Assassinen. Noch einmal, weil es so schön war und ich ja jetzt nicht meine Wurfmesser verschwendet habe. Warum? Danke. Schön, jetzt habe ich keine Wurfmesser mehr. Okay. Als Assassine, stellt euch nicht so dumm an, wie ich es tue. Nur so ein kleiner Tipp. Okay, wie komme ich an das zu tun ran? Ich würde sagen, oben lang. Der dreht sich jetzt um. Guckst du da an die Seite irgendwie? Oder wo? Nein. Oder nicht? Er kommt jetzt gleich vor, dann kann ich hochklettern und zur Seite. Oh, das war nicht das Problem. Jetzt warten wir einen Moment. Bis der Herr sich wieder umdreht. Nein, stopp. Was
Hier habe ich eine Kerze zum Anzünden. Es fehlen nur noch drei. So schön. Gut, Munition ist voll. Lärmklingen und Wurfmesser. Gut. Immerhin drei Wurfmesser. Haben wir jetzt wieder. Komme ich irgendwie da an die Scherbe in der Mitte? Und ist das eine Truhe zum Einsammeln oder eine Truhe zum Leiche verstecken lassen? Zum Leiche verschwinden lassen, okay. Wie läuft das ohne euch? Es muss eigentlich möglich sein. Upsala. Nicht dran gedacht, dass er auch runterschaut. Hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Du schaust nicht nach oben, hoffentlich. Gut. Herein da. Und jetzt. Wo ist denn die nächste Kerze überhaupt? Die ist unten, aber oben sind noch zwei Scherben. Okay. Ist das eine neue Art? Krieger? Oder was soll jetzt ein Greifer sein? Ja, Moment. Ich möchte aber gleich nochmal hochgehen. Wege L meines Blockers habe ich ins Gegner gedrückt. Mal zu kontern. Zurück. Ach, B. Excellent work. Keep it up. Impressive, Shao. You have a good grasp of this combat technique. Now finish your fall. Exemplary work. Here ends my lesson. Alles klar. Eine neue Art des Tötens entdeckt. Ich möchte das hier noch haben. Warum funktioniert das nicht?
Okay. Wir springen nicht. Muss ich das irgendwie abschießen? Funktioniert das überhaupt mit dem Schießen? Bisschen genauer zielen. Okay, das funktioniert nicht. Warum nicht gleich so? Eieiei. Warum umständlich? Warum leicht, wenn es auch umständlich geht? Den Fluss erreichen. Okay. Ich schieße erst hoch und hole mir dann das andere Messer. Und ich möchte gerne wissen, wo die nächste Kerze ist. Unten ist eine Scherbe. Und die nächste Kerze ist da hinten oben. Das dauert ja noch ein Stück. Okay. Dennoch möchte ich jetzt lieber erstmal hier das Seil schneiden und dann die Messer einsammeln. Und gleich mal nach unten gehen und die Scherbe einsammeln. Okay, wenn er das nächste Mal rüberläuft, hole ich mir... Ich brauche die Lehrmesser ja gar nicht. Ich habe ja alle Lehrmesser. Gut. Ist gut. Und so gehe ich das nächste Mal, wenn er nach links läuft... Wenn er nach links läuft, rüber nach rechts. Hol mir die Scherbe und kletter nach oben. Oh oh. Nimm die Scherbe und kletter hoch. Verschwinde! Das ist nicht gut gewesen, aber egal. Sie können mich da schlecht sehen. Es wird kein Schattengold. Eine Bronze. Okay. Eine neue Gegnerart, mit der wir uns in der nächsten Folge befassen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Tschüss.